Hey Bernd, du ruhst dich jetzt bitte erstmal aus. Ich kümmere mich drum, ja? Scheiße, Tatjana, ich muss auflegen. Na? Na? Ich kam gerade vom Chef, der Einsatz gestern mich sowas von bescheuert. Ja. Aber die Adresse, die ich euch gegeben habe, hat gestimmt, oder? Die schon, aber das Resultat hätten wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Läuft ja meistens nicht so, wie man sich erhofft, ne? Ja, aber diesmal war es ein totaler Fuck. Wieso? Hanno ist tot. Du, ich muss in die KTU. Sag mal, hast du Bernd schon gesehen? Ist der krank? Keine Ahnung. Vielleicht hat er verpennt? Ich meine, der Einsatz ging ja gestern noch bis in die Nacht, ne? Rieke, irgendwas musst du mir sagen. Ich weiß das von dir und Bernd. Und der Chef ist da an irgendwas an und hat heftig Druck gemacht. Bernd war auf einmal verschwunden. Das hat den Chef sehr gewundert und mich ehrlich gesagt auch. Irgendwas weißt du doch. Pass mal auf, Tatjana. Bernd ist so ein guter Polizist. Dieser Hanno war ein Drecksdealer. Ist sein Tod so schlimm, ja? Ja, denn das wäre dann Mord. Das war Notwehr. Ich gehe zum Chef. Du gehst bitte nicht zu ihm. Ich bin schwanger von Bernd. Pass auf. Es gibt ja diese Gang, die der Chef im Visier hat. Und am Tatort gibt es gar keine Spuren von Bernd. Ich gehe jetzt zum Chef und kläre das.